Zunächst mal herzlich willkommen zu unserer ersten hybriden, tatsächlich echten hybriden Einheit Rechtsvergleichung. Vielleicht könnte der Zuschauerraum online mir kurz mitteilen, ob Sie das auch verstehen können, ob der Ton so passt oder ob wir ein bisschen was ändern müssten. Das wäre super. Das wäre cool, wenn Sie mir kurz Rückmeldung geben könnten. Wunderbar, super, Dankeschön. Dann erstmal sorry, dass wir ein bisschen verspätet sind. Es liegt dran, dass meine Uhr stehen geblieben ist. Es ist in der Tat so. Es ist gerade stehen geblieben. Ich dachte, ich hätte noch 20 Minuten, deswegen bin ich etwas später dran, aber so ist es halt. Ja. Also manchmal, wenn man auf Technik setzt, ist nicht immer alles gut, aber es funktioniert ja hier alles wunderbar und es ist toll, dass wir jetzt auch live im Hörsaal sein können und gleichzeitig online natürlich. Da ändert sich sozusagen nichts dran. Gut, wir haben letzte Woche Rechtsvergleichung gemacht, haben uns angeschaut, was Rechtsvergleichung ist und wie wir was für Methoden wir bei der Rechtsvergleichung haben, wie wir vorgehen. Und das wollen wir heute vertiefen, werden uns sozusagen auch schon anschauen, sozusagen bei der Makrorechtsvergleichung, wie die Rechtskreislehre überhaupt aufgebaut ist, was Rechtsvergleichung im transnationalen Bereich bedeutet. Das schauen wir uns später an. Jetzt vielleicht noch mal kurz für mich, der Hinweis, wer von Ihnen ist denn Schwerpunktstudierender? Genau, Sie zwei kenne ich schon. Genau, Sie machen mündlich, Sie machen keine mündliche Prüfung. Sonst, welche Studiengänge haben wir denn sonst noch hier? Wer ist denn im China Master? Ah ja, da oben, okay. Gut, China Master, dann Zweifach Bachelor. Eins, zwei. Mit welchem Fächerhintergrund? Jura und Französisch. Und Sie machen? Jura und Geschichte, okay. Ja, ist immer ganz interessant, weil die Wahlmöglichkeiten ja total breit sind. Ist gut zu sehen, okay. Also Jura und Französisch und Jura und Geschichte, das ist gut. Da sind Sie auch hier mit Geschichte auf jeden Fall hier sozusagen am richtigen Ort, weil die Makrorechtsvergleichung sehr viel auch geschichtliche Aufarbeitung, Entwicklung von Rechtssystemen ist. Und französischer Rechtskreis, da werden Sie auch ein Interesse dran haben, sicherlich. Sehr schön. Was haben wir denn sonst noch? Erasmus-Studierende? Erasmus, jemand? Eins, zwei, drei. Aus welchen Ländern sind Sie? Irland? Alle drei. Alle drei aus Irland. Sehr schön. Wunderbar. Das heißt, wir werden zumindest beim Common Law, werden wir auch auf Ihre vertieften Kenntnisse hoffen, ja, dass Sie uns Einblick geben aus irischer Sicht, wie es sozusagen bei Ihnen aussieht. Sehr gut. Und was haben wir noch? Ja? LLM, also der LLM für ausländische Studierende. Genau, wunderbar. Und Sie auch? Nee, Sie sind, ach stimmt, Sie sind ja, genau. Sie sind schon durch sozusagen. Okay, wunderbar. Dann haben wir ein breites Portfolio und online vielleicht auch nochmal. Wie studieren Sie sozusagen? Das wäre auch noch ganz interessant im Online-Raum. Welchen Stand haben Sie? Sind Sie Schwerpunkt? Sind Sie Master? Welcher Master auch immer, Bachelor oder einfach interessante Zuhörerin, interessierter Zuhörerin. Schreiben Sie es einfach in den Chat. Gut, Zweifach Bachelor. Okay, und welche fünftes Semester Jura und interessiert? Das ist auch gut, ja, das hat man nicht so häufig. Das ist schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie bleiben auch und schauen sich doch mal Schwerpunkt 3 an. Ja, da können Sie Rechtsvergleichung auf jeden Fall auch vertiefen und im weiteren Bereich noch, auch im internationalen Bereich noch Veranstaltungen besuchen. Zweifach Bachelor Jura Politik. Ah ja, genau, das ist auch eine klassische Kombi. Wunderbar. Gut, dann starten wir durch, würde ich sagen. Ein Hinweis noch auf eine Veranstaltung, die jetzt nicht direkt was mit Eltern, mit Eltern schon, mit Rechtsvergleichung zu tun hat, aber Gesundheit, eine Veranstaltung, die was mit IPR und ausländischem Recht zu tun hat, denn am 4. Februar, ist ein Dienstag, um 18 Uhr, haben wir unseren Workshop IPR, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. Da machen wir einmal im Semester Veranstaltungen mit externen Dozenten, die vortragen zu aktuellen Themen. Und ein Thema ist zum Beispiel das internationale Privatrecht bei Elternschaftsvereinbarungen. Elternschaftsvereinbarungen, was ist das? Das sind Vereinbarungen über die Elternschaft. Also sprich, wenn wir eine queere Familienkonstellation haben, zum Beispiel,
ein lesbisches und ein schwules Pärchen sich zusammentun, Kind zeugen, dann soll nach dem Verständnis der aktuellen Bundesregierung, soll das möglich werden, eine Vereinbarung darüber zu schließen, wer Elternteil sein soll und wer sozusagen Sorgerechte haben soll. Und da stellt sich natürlich die Frage im internationalen Privatrecht, welches Recht ist auf so eine Vereinbarung anwendbar, wenn wir einen grenzüberschreitenden Bezug haben? Wenn beispielsweise ein französisch-deutsches Pärchen kommt und so eine Vereinbarung macht, ja, also zwei Frauen, die Französinnen sind, die hier arbeiten, hier leben, mit einem deutschen Männerpaar beispielsweise oder umgekehrt. Ja. Und da stellt sich nicht immer die Frage, welches Recht ist darauf anwendbar? Und da wird Frau Antomo, die von der Hochschule Mainz kommt, eine sehr geschätzte Kollegin, ist, wird uns ihre Gedanken dazu unterbreiten. Und das, wenn Sie also Lust drauf haben, es kostet nichts, ja, außer Ihre Zeit und Ihr Interesse. Und dann haben Sie da auch eine interessante Veranstaltung. Ist allerdings erst nächstes Jahr, aber tragen Sie sich schon mal in Kalender ein. Das ist die letzte Semesterwoche. Gut. Dann stehen die Termine für die mündliche Prüfung schon fest? Ach ja, wer will denn Prüfung machen bei mir eigentlich von Ihnen? Eins, zwei, drei. Hier, Sie auch, 5, 6, 7. Okay, also wir machen eine mündliche Prüfung. Das heißt, Sie schreiben einfach eine E-Mail an meine Sekretärin. Die Erasmus-Studierenden müssen sich, glaube ich, nicht über Flexnow anmelden. Gell? Sie melden sich nie über Flexnow zur Prüfung an, sondern direkt, oder? Per Mail, oder? Ach, Sie müssen Flexnow? Ja, okay. Also das heißt, Sie schreiben zur Planung, schreiben Sie einfach meinem Sekretariat eine E-Mail, dass Sie eine Prüfung machen wollen und dann melden Sie sich bei Flexnow entsprechend an. Für alle anderen natürlich auch. Ja, wir machen eine mündliche Prüfung. Das ist immer ein bisschen, sagen, nicht einfacher, sondern es ist sozusagen einfach besser zu handeln in so einem Fach wie Rechtsvergleichung oder im Fach wie IPR, dass wir nicht extra eine Klausur schreiben müssen. Also wir machen eine mündliche Prüfung. Das ist für ausländische Studierende natürlich immer ein bisschen besser, weil man dann sozusagen leichter auch herausfiltern kann, wie der Kenntnisstand ist. Wir machen das meistens in der letzten Vorlesungswoche. Ja, in der letzten Veranstaltung machen wir meistens die Prüfung und wir machen dann so Fünfergruppen mit Beisitzer und prüfen dann durch. Ja? Also bisher ist es immer ganz gut gelaufen. Gut, also schreiben Sie einfach Frau Nolte und dann machen wir entsprechend Termin aus. Ja? Gut. Was gibt es noch zu sagen? Genau, und achten Sie auf die Webseite, weil da die aktuellen Termine und die Zeiten dann stehen werden. Aber melden Sie sich jetzt erstmal an und dann sehen wir weiter. Gut, dann steigen wir ein in die Rechtskreislehre und schauen uns an, wie das funktioniert mit der Rechtsvergleichung. Wir haben ja gesagt, Rechtsvergleichung ist letztlich in zwei verschiedenen Arten möglich. Wir können Makro-Rechtsvergleichung betreiben, also verschiedene Rechtssysteme, Rechtsfamilien miteinander vergleichen und wir können eine Mikro-Rechtsvergleichung machen. Wir können uns die konkreten sozialen Konflikte anschauen und schauen, wie ist dieser konkrete soziale Konflikt in verschiedenen Rechtsordnungen gelöst. Wie ist er gelöst? Beispielsweise der Schadensersatz bei außervertraglicher Schädigung. Wie ist der im irischen Recht gelöst? Wie ist der im englischen Recht gelöst? Wie ist der im deutschen Recht gelöst? Das können wir uns anschauen. Das sind Fragen, die machen wir später. Jetzt werden wir uns sozusagen erstmal mit den Rechtsfamilien, mit der Makrorechtsvergleichung befassen. Und dafür ist die sogenannte Rechtskreislehre ein ganz relevantes Instrument. Was ist die Rechtskreislehre? Die Rechtskreislehre ist letztlich die Einteilung oder eine Theorie, die sozusagen oder eine Methodik, die verschiedene Rechtssysteme in Rechtsfamilien einteilt. Also eine Gruppe von Rechtsordnungen, die über ähnliche Elemente verfügen, stilprägende Charakteristika verfügen, die also irgendwie zusammengehören. Das ist sozusagen ein Rechtskreis. Als Rechtskreis beschreibt man also eine Gruppe von Rechtsordnungen, die irgendwie ähnlich miteinander verbunden sind aufgrund irgendwelcher Elemente. Und warum macht man das? Naja, um halt Vergleichungen besser sortieren zu können. Ja, wir Juristen denken ja immer in Schubladen, ja, wir kategorisieren alles Mögliche. Da dient natürlich so eine Rechtskreislehre, dient dazu, verschiedene Kategorien einfach zu bilden, von Rechtsordnung, Rechtsfamilie. Und darüber hinaus halt aus diesen stilprägenden Charakteristika eben Sachen abzuleiten. Ja, also vielleicht Anreize zu nehmen für die eigene Rechtsentwicklung oder beispielsweise, wenn man selber ein Problem hat, das aber noch nicht gelöst ist im eigenen Recht, kann man auch im anderen Rechtskreis schauen, wo das Problem vielleicht schon einer Lösung zugeführt worden ist und das dann transplantieren in das eigene System. Also deswegen teilt man ein. Was sind denn stilprägende Charakteristika? Was kann denn stilprägendes Charakteristikum sein,
beispielsweise die Rechtsquelle. Rechtsquellen können Charakteristika sein, wenn Sie sich anschauen, wie das beispielsweise im Zivilrecht bei uns läuft. Wir haben eine große Kodifikation in Deutschland. Wir haben das BGB 1900 in Kraft getreten. Ja, großes Werk, wo alles drinsteht, also vieles drinsteht, was das Familienrecht, das Zivilrecht betrifft. Familienrecht, Sachenrecht, Erbrecht, all das findet sich dort. Allgemeiner Teil des BGB, Schuldrecht findet sich dort. Und das heißt, wir haben eine große Kodifikation. Ganz anders ist das in anderen Staaten. England und Wales, da haben wir keine so große Kodifikation. Ja, da ist die Tradition des Common Law. Sie werden das wissen. Common Law ist sozusagen eine ganz hat eine ganz eigene Entwicklung genommen. Da gibt es diese großen Kodifikationen nicht. Es gibt also Fallrecht, das sich in Einzelfällen entwickelt hat, das dann generalisiert auch auf andere Fälle Anwendung findet, das Bindungswirkung entfaltet für nachfolgende Gerichtsentscheidungen. Aber und es gibt natürlich trotzdem auch Gesetze in Common Law Rechtsordnungen. Es gibt zum Beispiel in England den Sale of Goods Act, ja, der halt Kaufrecht regelt. Ja. Aber das ist halt ein Gesetzestext. Ja. Nicht wie bei uns, große Kodifikation oder in Frankreich beispielsweise, der Code Civil ist auch eine große Kodifikation, die sozusagen das Zivilrecht mit beinhaltet. Also danach kann man unterscheiden. Rechtsquellen, Kodifikation, Fallrecht. Was kann man auch noch unterscheiden? Welche Art von Recht es gibt? Ja? Ist es weltliches Recht oder ist es vielleicht religiöses Recht? Ja, ich hatte im EPR hatte ich das gezeigt, dass die Scharia Einzug in deutsche Gerichte hält. Da gab es eine Werbung oder einen Zeitungsartikel der Welt, wo drin stand, ja, immer häufiger wird die Scharia in deutschen Gerichten angewandt. Es hat eine IPR-rechtliche Ursache, dass wir auch ausländisches Recht anwenden. Die Scharia ist religiöses Recht, ja, das aber in verschiedenen Staaten zur Anwendung kommt. Ja. Und wenn wir ausländisches Recht anwenden, dann wenden wir religiöses Recht an, in gewissen Grenzen natürlich, nur wenn es staatliche Wirkung hat. Und danach können wir auch unterscheiden. Ist die Rechtsquelle religiöses Recht oder ist es weltliches Recht? Was kann man mit weltlichem Recht ganz einfach machen, wenn man politischen Willen hat? Was kann man da machen? Es ändern, jederzeit ändern. Ja? Bringen Sie einen Antrag im Bundestag ein und dann wird geändert, ja? Wenn die Mehrheit sagt, ein guter Änderungsantrag. Mit religiösem Recht geht das nicht so einfach, ja? Weil das religiöse Recht hat ja eine Quelle. Ja? Und die Quelle ist meistens irgendwie bezogen auf irgendeine Gottheit oder einen Gott, von dem es abstammt. Und im islamischen Recht werden wir das sehen, dass die Veränderbarkeit islamischen Rechts gar nicht so einfach ist, weil das ja irgendwie alles rückbezogen werden muss auf sozusagen das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, wie kann man das ändern, wenn das einmal ja in der Allwissenheit, die Gott ja hat, ergangen ist? Wie soll man dann später neue Einsichten, neue Entwicklungen berücksichtigen, wenn das Gott doch eigentlich an sich am Anfang schon alles erdacht hatte? Warum sollte man es dann nachher ändern? Ja, also das ist eine besondere Schwierigkeit in der Rechtsentwicklung, die eben sich aus dieser Art der Rechtsquelle speist. Wir werden sehen, dass das islamische Recht das schon macht, ja, dass es Modernisierungen gibt, Modifikationen gibt. Da gibt es dann ganz bestimmte Instrumente. Das sind aber andere Instrumente als die, die wir nutzen. Warum? Weil eben die Rechtsquelle sich unterscheiden. Und für solche Vergleichungen ist eben das stilprägende Element die Rechtsquelle. Also hier Case Law, England, Wales, USA, ja, oder Irland. Kontinentaleuropäische Kodifikationen haben wir hier auch, Code Civil, das BGB habe ich genannt und das ABGB. Was ist das ABGB? Ja. Genau, das österreichische BGB, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, ist sogar älter als das deutsche BGB. Da sind die Österreicher immer ganz stolz drauf und betonen das auch. Ist auch eine allgemeine große Kodifikation. So, wonach können wir noch Rechtskreise unterscheiden? Stilprägend kann auch sein, wer denn sozusagen diese Rechtstraditionen oder wer in diesem Rechtskreis dann lebt, wer Rechtshonoratior ist. Also die Ho Rechtshonoratioren, danach können wir unterscheiden, das ist letztlich, hi, wer ist sozusagen Praktiker, Wissenschaftler, Richter, wie sieht sozusagen die juristische Landschaft aus in so einem Rechtskreis? Danach können wir auch unterscheiden. Also was sind die Personen, wer sind die Personen, die das Recht tatsächlich prägen, die die Rechtspraxis auch prägen? Und da kann man natürlich ganz deutlich unterscheiden. Bei uns zum Beispiel sind es Volljuristen, ja?
Ist klar, das sind die vor allen Dingen prägenden Personen in der Rechtslandschaft. Ja. Volljuristen mit erstem und zweiten Staatsexamen, die die Befähigung zum Richteramt haben. Ja. Die haben sozusagen hier bei uns sozusagen die Prägung im deutschen Recht. Ja. Weil Richter oder Staatsanwalt oder Anwalt kann man nur werden, wenn man beide Staatsexamina hat. Es sei denn, man macht so ein, sozusagen Anerkennungsprüfung ausländischer europäischer Rechtsanwälte. Das geht natürlich auch, aber wir wollen es jetzt nicht ins kleinste Detail ausziehen. So, das heißt, Volljuristen sind die stilprägenden Rechtshonoratoren bei uns. Es gibt aber durchaus auch Länder, wo das anders ist, wo es nicht diesen klassischen Volljuristen gibt, sondern wo es eine Spezialausbildung für die einzelnen Rechtsberufe gibt. Das ist nämlich in den meisten Ländern der Fall, Frankreich beispielsweise. In Frankreich studiert man Bachelor, Master an der Uni. Und was macht man dann? Natürlich nicht in den Beruf einsteigen, sondern dann geht man auf eine weiterführende Ausbildungsschule. Man geht, wenn man Anwalt werden will, zu irgendeiner Anwaltskammer und wird dort sozusagen ausgebildet zum Rechtsanwalt innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Wenn man Richter werden will, geht man auf eine der großen Schulen, Grand Écoles, und wird Richter. Ja, so eine Verwaltungshochschule kann man auch besuchen, dann wird man Verwaltungsjurist. Oder wenn man eben Professor werden will, dann ist es eine andere Laufbahn. Das heißt, die unterschiedlichen Rechtsberufe sind nicht generalisiert wie bei uns, sondern in einzelnen Sparten aufgeteilt. In England ist es auch ganz deutlich, ja, gibt es 2 Berufsstände der Anwälte. Ich weiß nicht, wie es in Irland ist. Vielleicht ist da ähnlich. Es gibt in England gibt es den Solicitor und den Barrister. Das sind unterschiedliche Berufe. Gibt es bei Ihnen auch. Ja. Das heißt, es gibt unterschiedliche Juristen, Anwaltsberufe und Anwaltslebensläufe. Und der Barrister ist sozusagen derjenige, der traditionell gesehen, werden wir noch machen, der traditionell gesehen bei Gericht auftritt, bei den höheren Gerichten, der sozusagen tatsächlich den Prozess führt, sehr angesehen, besonders im Queen's Council oder jetzt King's Council, das sind die besonderen Barrister, sind organisiert in Sozietäten, dort auch in London. Und dann gibt es die Solicitor, das sind die einfachen Anwälte, die eigentlich sozusagen unterstützend tätig werden, die sozusagen den Prozess vorbereiten, die beraten, außergerichtlich, traditionell. Das vermischt sich jetzt immer mehr. Es gibt auch tatsächlich im englischen Recht jetzt Solicitor, die auch bei Gericht auftreten können, die dort eben postulationsbefugt sind. Aber es ist eine ganz andere Landschaft als bei uns. Bei uns ist man halt Anwalt. Ja? Man hat die Zulassung zum Rechtsanwalt und dann darf man bei Gericht auftreten. Vielleicht so ein bisschen anders beim BGH. Ja, da gibt es ja die speziellen BGH-Anwälte. Aber ansonsten kann jeder Anwalt ja eigentlich vor jedes Gericht, ja, und dort vertreten, kann außergerichtlich tätig werden, kann vor jedes Gericht gehen, dort eben einen Mandanten auch vertreten. Gut, also das heißt, bei uns ist ein unterschiedlicher Weg bei den Juristen. Auch in England zum Beispiel. Wenn man Richter werden will, ist man in der Regel schon sehr erfahren. Bei uns kann man nach dem Examen, nach dem zweiten Staatsexamen in den Richterberuf gehen. Gerade eine Mitarbeiterin, die jetzt Strafrichterin geworden ist, ja, nach zweitem Examen, ist jetzt hier in Göttingen in die Strafjustiz gegangen. Ja, in England geht das nicht. In England macht man erstmal seinen Anwaltsberuf, ja, ist man dann Barrister, Honoratior und dann irgendwann wird man dann zum Richter berufen. Machen nicht alle, weil das natürlich eine finanzielle Einschränkung bedeutet, sozusagen dann in den Staatsdienst zu wechseln, wenn man vorher als Barrister das große Geld gemacht hat. Ja, aber sozusagen die Richterinnen und Richter sind deutlich erfahrener vom Berufsstand her, als das jetzt bei uns der Fall ist. Also auch das ist ein Unterschied, wie man sozusagen Rechtskreise nach stilprägenden Elementen unterscheiden kann. Nämlich nach dem Ausbildungswegen, den Juristen, die prägend sind. Müssen aber auch nicht immer Juristen prägend sein für einen Rechtskreis. Ja. Zum Beispiel gibt es viele Stammesrechte oder religiöse Rechte. Wir haben das islamische Recht schon angesprochen. Im islamischen Recht, das ja religiöses Recht ist, sind nicht zwingend Juristen, Anwältinnen und Anwälte, Richterinnen und Richter, stilprägend für die Auslegung islamischen Rechts, sondern auch die entsprechenden religiösen Autoritäten, ja, Imame beispielsweise, die gewisse Koranschulen, Auslegungen des islamischen Rechts vertreten, die sind maßgeblich auch für die Prägung des Rechts verantwortlich. Wir werden das sehen auch, wenn wir den islamischen Rechtskreis anschauen, dass es verschiedene Schulen gibt, die Rechtsschulen gibt im islamischen Recht, die verschiedene Ansätze auch für die Auslegung der Scharia vertreten und die sich auf unterschiedliche Quellen stützen und das islamische Recht unterschiedlich handhaben.
Da ist natürlich eine religiöse Autorität viel prägender, als das jetzt ein Richter ist, der dann letztlich das nur umsetzt, ja, weil er daran gebunden ist. Also man sieht ganz deutlich, gibt ganz starke Unterschiede auch nach den jeweiligen Rechtsordnungen, natürlich von den Quellen des Rechts her auch bewirkt. Dann kann man auch unterscheiden nach unterschiedlichen Rechtshonoratioren. Ganz spannend ist auch in Neuseeland, ja, die ursprünglichen Einwohner, Besiedler von Neuseeland, die Maori, ja, die haben auch ganz starke Stammesrechte beispielsweise, wo sozusagen auch eine ganz, ganz prägende Elemente eben sozusagen diese Stammesoberhäupter einnehmen. Also auch bei der Frage zum Beispiel, ich habe mich ein bisschen in meiner Habilschrift damit befasst. Ich habe also Elternschaftsrecht gemacht, Kindschaftsrecht und habe mir dann die Maori-Praxis angeschaut, gerade bei der medizinisch assistierten Reproduktion. Ja. Da würden wir jetzt sagen, bei uns in Deutschland, die Frage, ob ich jetzt sozusagen eine künstliche Befruchtung durchführe oder nicht, das ist die Entscheidung der Eltern. Ja. Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung, die jeder für sich selber treffen will. Das ist bei den Maori anders. Ja. Da gibt es dann den Stammesrat, der zusammentritt und dann darüber entscheidet, geht das überhaupt? Ja? Geht das in dieser Konstellation? Wo kommt das genetische Material her? Ist es anonym gespendet worden oder nicht? Weil eben die kulturelle Tradition bei den Maori alles rückbezieht auf die Ursprünge, spirituell gesehen, aber auch rechtlich. Das heißt, es muss alles in einer Linie bleiben. Und wenn man da irgendwo irgendwie vielleicht noch westlich-europäisches Genmaterial mit hineinbringt, dann ist das schon wieder entgegen dieser Tradition. Und deswegen mit den Traditionen, mit dem Transparenzprinzip auch, der Rückbezug auf die Ursprünge, ist das nicht vereinbar. Also es ist eine ganz spannende Entwicklung. Auch hier Stammesrechte, Rechtshonoratioren, ganz andere Bedeutung als jetzt bei uns. Gut, also auch danach kann man einteilen. Wonach kann man noch einteilen? Stilprägendes Charakteristikum, sozialer Stellenwert, beispielsweise des Rechts in der Gesellschaft. Jetzt werden wir sagen, bei uns in Deutschland hat das Recht als sozusagen Instrument des Staates, als Teil der gesellschaftlichen Ordnung, ganz hohen Stellenwert. Deutschland begreift sich als Rechtsstaat. Ja? Steht im Grundgesetz drin, Rechtsstaatsprinzip, ganz klar. Also das heißt, das Recht hat bei uns einen ganz hohen Stellenwert. Und wenn man sozusagen auch mal in die Shows reinschaut, ja, Richter Alexander Holt, Barbara Salisch und so, dieses ganze Zeug, was da im Fernsehen läuft, ja, oder auch, ja, so modernere Sachen wie Suits oder so, ja, wo man wirklich sieht, das verkauft sich sogar im Fernsehen, ja, tatsächlich, dass man da soziale Konflikte rechtlich löst, das zeigt schon, dass eine Gesellschaft dem Recht einen hohen Stellenwert zumisst. Jetzt kann es aber auch in anderen Staaten kann es anders sein. Da hat das Recht vielleicht nicht denselben hohen Stellenwert, wie es bei uns in einem demokratischen Rechtsstaat hat, sondern es hat vielleicht einen anderen Stellenwert. Es hat vielleicht eine andere Funktion in der Gesellschaft. Und vielleicht eher auch sozusagen eine dienende Funktion, die sozusagen viel stärker beeinflusst wird durch eine kulturelle Prägung. Ja, wir sehen das bei den Maori, das habe ich schon gesagt. Ja, das Recht dient sozusagen der Gesellschaftsstruktur, der Gesellschaftsvorstellung, Rückbeziehung auf die Ursprünge und das setzt sich dann in den einzelnen Rechtsregeln durch. Also beispielsweise Adoptionsrecht bei den Maori sieht vor, dass eigentlich nur eine Adoption innerhalb derselben Stammesfamilie möglich ist, um sozusagen diese Linie der Rückbeziehbarkeit des Stammes auf die Ursprünge zu gewährleisten. Und das haben wir halt sozusagen bei anderen Jurisdiktionen nicht. Oder im chinesischen Recht sieht man das auch ganz deutlich. Ja? Das wird die China Master wissen das. Ja? Was haben Sie eigentlich für erstes Fach gemacht, Bachelor gemacht? Also, ich habe noch mal Jura studiert. Sie sind Jurist, genau. Sie auch. Also beides Juristen. Ist ja auch immer unterschiedlich. Hat auch schon Sinologen hier sitzen. Also es ist immer ganz spannend, wie man sich so zusammenfühlen wird hier. Also bei den Chinesen beispielsweise haben wir auch eine ganz starke kulturelle Ausrichtung an der konfuzianischen Lehre. Ja, Konfuzius und seine Gesellschaftstheorie, die Harmonie der Gesellschaftsordnung, das bloß nicht streiten, ja, bringt Irritationen in die Harmonie mit hinein. Das hat Auswirkungen auch auf das Recht. Und das werden wir sehen bei der Gestaltung des Rechts. Werden wir sehen, dass das eben ganz starke Ausprägungen hat. Ich habe gerade von Ihrem China Master eine
Masterarbeit betreut, die sich mit der Entwicklung von Frauenrechten befasst hat in China und Deutschland. Und da sieht man ganz deutlich, dass die kulturelle Prägung, diese konfuzianische Lehre, sich sehr stark auch in dieser Entwicklung widerspiegelt. Ja, ganz anders, als das jetzt in Deutschland der Fall ist, wo wir ganz andere sozusagen kulturelle Prägung, viel aufklärerisches, freiheitsorientiertes Denken haben, was sozusagen natürlich die Entwicklung der Frauenrechte in eine andere Richtung bewegt hat. Ich will jetzt nicht sagen, besser fördert, weil es ein anderer Ansatz ist, anderer Weg ist und wir genauso auch Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Gleichberechtigung in vielen Bereichen haben. Aber es ist ein ganz anderer Ansatz. Also auch hier können wir sozusagen vom sozialen Stellenwert des Rechts und der Prägung durch kulturelle Elemente einen Unterschied machen. Oder beispielsweise auch einem sehr geringen Stellenwert des Rechts, zum Beispiel in Russland. Ja, also hat sich schon früher ein eher größerer Rechtsnihilismus gezeigt, also eine völlige Missachtung des Rechts oder Nutzen des Rechts für die Ziele des autokratischen Systems. Das sehen wir ja heute noch viel stärker, dass hier das Recht letztlich gar nicht mehr sozusagen am subjektiven Recht anknüpfen, das Recht nicht mehr zur Ordnung der Gesellschaft dient und zur Durchsetzung individueller Rechte genutzt wird, sondern dass das Recht ein Instrument ist, um die Bevölkerung eben zu ordnen, um für die staatlichen Zwecke eben gewisse Mechanismen durchzusetzen. Ja? Also Verbote, ja, beispielsweise, dass man nicht von dem Ukraine-Krieg sprechen darf und sowas und dafür bestraft wird und dann ins Gefängnis kommt. Das ist also bestes Beispiel dafür, dass man sozusagen, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie ein subjektives Recht zu schützen vor irgendeiner Straftat, sondern es zeigt einfach, dass man die Bevölkerung mit dem Mittel des Rechts eben sozusagen unterdrücken will und in ein gewisses Verhalten provozieren will. Und dieser Rechtsnihilismus, der ist ganz deutlich dort. Und da sieht man sehr deutlich, dass das Recht nicht den Stellenwert hat, subjektive Rechte durchzusetzen, die Gesellschaft zu ordnen im Sinne eines friedlichen und freiheitlichen Miteinanders, sondern dass das Recht als sozusagen Instrument zur Unterdrückung der Gesellschaft genutzt wird und letztlich auch bei der Bevölkerung sich keiner auf das Recht verlässt. Ja, also es ist ja auch ein Vertrauen in die Rechtsordnung, dass wir ja sozusagen in unserem innersten demokratischen Rechtsstaatsverständnis auch hegen in Deutschland. Wir vertrauen darauf, dass unser subjektives Recht auch durchgesetzt werden kann, ja, damit wir eben nicht Selbstjustiz üben müssen. Wenn wir unsere Gartenparzelle haben und der Nachbar schmeißt immer seinen Müll bei uns in den Garten, dann machen wir unseren Anspruch aus 1004 geltend, räumen deinen Müll weg, ja, Abwehranspruch. Und da hoffen wir drauf, dass wir das auch bei Gerichten durchgesetzt kriegen. Und in anderen Staaten, die eben dem Rechtsnihilismus eher zuzuordnen sind, da vertraut die Bevölkerung gar nicht auf das Recht, ja. Liegt das dann, dass in den rechtsnihilistischen Staaten so ein Gedanke, der zum Beispiel politische Generalprävention wie der Strafzweck strafrechtlich angezogen wird, nicht eigentlich nicht gut fassen kann? Wenn man dann der sagt, politische Generalprävention, also die Bestätigung der höheren Bevölkerung in die Funktionieren, das Funktionieren der Rechtsordnung, weil jemand bestraft wird für eine Straftat, das macht ja keinen Sinn, wenn wieso der Glaube an die Rechtsordnung als solcher gar nicht besteht. Ja, wobei man sagen kann, also da müsste man dann wahrscheinlich diese Generalprävention als Zweck sozusagen umdefinieren. Da würde man sagen, es ist schon generalpräventiv, aber halt für die Zwecke, die der Staat diesem rechtlichen Instrument unterlegt. Also, dass wir gerade keine öffentliche Kritisierung beispielsweise von Kriegshandlungen in der Ukraine haben, dass wir keine öffentliche Kritik am Regime haben, dann ist dieser Zweck durch dieses strafrechtliche Instrument erfüllt. Vertrauen in die Rechtsordnung spielt sozusagen da keine Rolle. Das ist sozusagen nicht der vorrangige Zweck, warum es das Recht gibt, sondern das Recht wird eben zu den Zwecken durchgesetzt, das Regime eben hat. Wir sehen solche Strukturen übrigens auch in China. Ja? Also da sehen wir ganz deutlich, wenn wir China uns anschauen, sehen wir sehr deutlich, dass es auch im chinesischen Recht so eine Parallelstruktur gibt. Es gibt natürlich das Rechtssystem, das gewisse Zwecke erfüllt. Öffentlich. Es gibt dahinter aber auch ein Parteiensystem, also ein Einparteisystem mit Parteiregeln. Und jeder, der in der Partei ist, muss sich an die Parteiregeln halten, weil wenn man dagegen verstößt, gibt es empfindliche Sanktionen.
Und an den Positionen, die den Staat rechtlich lenken, also Richter stellen und so weiter, da sitzen natürlich Personen, die auch in der Partei sind. Ja, also an den wesentlichen Stellen des Staates sitzen natürlich Personen, die auch Parteimitglieder sind, diesem Parteiregime unterworfen sind. Und damit wird sozusagen dann bewirkt, dass die Parteilinie eingehalten wird. Also es gibt so ein Parallelsystem. Das ist ganz interessant, wenn wir uns auch detailliert anschauen, was da sozusagen die Funktionen sind. Es gibt auch bei Richtern in China gibt es so eine Richteraufsicht. Also es wird überprüft sozusagen, wie Richter entscheiden. Ja? Und bei abweichenden Entscheidungen wird unter Umständen dann die Sache an den Gerichtspräsidenten gezogen, der dann eben abweichend entscheidet, dass der einzelne Richter entscheidet. Ja, also ganz interessant. Ich habe letzten Vortrag gehört auch zum KI-Einsatz in China. Also China ist ja weltführend bei KI-Einsatz in der Überwachung des öffentlichen Raums. Ich glaube, sie haben 60 Millionen Kameras installiert im öffentlichen Raum. Das heißt, da wissen sie ganz schnell, wer wo wann ist und was tut. Und es gibt in China auch ein AI-Court, also Zivilverfahren, das über künstliche Intelligenz funktioniert. Und dazu ist eigentlich die Regel, dass alle Gerichte ihre Rechtsprechung in so ein Online-Portal einstellen. Und das war bislang nicht so. Und der Hintergrund ist, dass eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung stattfinden soll. Das heißt, es wird überprüft, macht der Richter das, was der Oberste Gerichtshof, der Volksgerichtshof sozusagen festgelegt hat. Ja, auch da kann das oberste Gericht Rechtsprechungsleitlinien ausgeben, also per Dekret sozusagen gewisse Urteilsvorgaben geben. Und das sieht man auch sehr deutlich, dass China eben hier auch in gewisser Weise das Recht nutzt, das Instrument, um die eigenen Interessen der Partei eben durchzusetzen. Also auch hier sozialer Stellenwert des Rechts hat auch es ist also auch ein charakteristisches, stilprägendes Merkmal, wonach wir sozusagen die Rechtsordnungen unterteilen können. Dann können wir natürlich auch noch uns ansehen, was sind denn die stilprägenden Rechtsinstrumente, die Rechtsinstitute, die wir heranziehen können. Gibt es die in verschiedenen Rechtsordnungen, gibt es die nicht? Und auch danach können wir Rechtskreise einteilen, beispielsweise im angloamerikanischen Common Law, den Grundsatz der Präjudizienbindung. Das ist das, was ganz oben steht. Ganz wichtiger Grundsatz, dass eine Gerichtsentscheidung eines Gerichts alle nachfolgenden Gerichtsentscheidungen bindet, außer meistens die eigenen. Ja. Also das heißt, alle niederrangigen Gerichte sind gebunden an das, beispielsweise alle District Courts sind gebunden daran, was der High Court sagt. Ja. Der High Court ist aber an seine eigene Entscheidung nicht zwingend gebunden, der kann abweichen. Ja. Und das ist ein ganz starkes Prinzip, das wir im deutschen Recht nicht haben. Ja, also das gibt es bei uns nicht. Es gibt natürlich Gesetzesbindungen von Gerichtsentscheidungen, aber die sind beschränkt aufs Bundesverfassungsgericht. Also da gibt es sozusagen eine ganz kleine Wirkung nur in dieser Art. Alle anderen Gerichtsentscheidungen binden nachfolgende Gerichte und auch die unteren Gerichte nicht. Das heißt, wenn jetzt das Amtsgericht Göttingen die Idee hat, von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs abzuweichen, dann kann es das tun. Ja, es kann aufbegehren und rebellieren. Man läuft natürlich Gefahr, dass dann später das Urteil aufgehoben wird im Rechtsmittelverfahren. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Amtsgericht Göttingen nicht gebunden wäre daran, was der BGH sagt. Ja. Also, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Dann gibt es im englischen Recht auch den Trial by Jury, auch im Zivilverfahren. Also auch da, oder im englischen Recht, im angloamerikanischen Rechtskreis, auch da gibt es sozusagen Unterschied zum deutschen Recht. Jury haben wir gar nicht. Ja. Wir haben zwar Laienrichter dabei in gewissen Verfahren, Schöffenverfahren, im Strafrecht vor allen Dingen, aber diese Trial by Jury haben wir nicht. Oder auch Trust, ja. Der Trust als Rechtsinstrument, das hatte ich das letzte Mal schon angesprochen, der Trust zum vermögensrechtliches Allzweckinstrument. Ja, in Irland gibt es den auch, den Trust. Gell? Da haben sie auch Trustrecht, haben sie auch vielfache Einsatzmöglichkeiten, wie sie Trusts nutzen können. Das kennen wir auch nicht. Also das Charakteristische ist da, dass man rechtliches Eigentum und fiduziarisches Eigentum, equitable ownership und legal ownership trennt. Das kennen wir auch nicht. Wir kennen in Deutschland nur die Vollrechtseigentümerstellung. Gut. Und so weiter. Dann schauen wir weiter im französischen Rechtskreis. Ja, da gibt es auch ganz gewisse Bestimmungen, die wir nicht in allen Rechtskreisen haben.
Zum Beispiel das Konsensprinzip gab es eine Zeit lang, das ist jetzt mittlerweile abgeschafft, ich habe es trotzdem noch auf der Folie, weil, also Konsensualprinzip beim Vertragsschluss, klar, also Vertragsschluss wird wirksam, Eigentum wird übertragen durch den Konsens schon, Konsensualprinzip. Wir haben im deutschen Recht, wie alle deutschen Juristen, die hier im Raum sitzen, leidvoll wissen, das Abstraktions- und Trennungsprinzip. Das heißt, wir trennen schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft und dingliches Verfügungsgeschäft voneinander. Das gibt es im französischen Recht nicht. Da bringt sozusagen der Konsens den Vertrag, den schuldrechtlichen Vertrag zustande und bewirkt gleichzeitig auch die Eigentumsübertragung. Sowas ist natürlich im romanischen Rechtskreis bekannt, ist beispielsweise aber auch in anderen Staaten bekannt. Germanischer Rechtskreis, also deutscher Rechtskreis, Abstraktionsprinzip habe ich schon genannt, dass wir da trennen. Und ganz bedeutendes Charakteristikum des germanischen Rechtskreises ist es auch, dass wir abstrakte Begrifflichkeiten definieren. Also viel abstrakter als andere Rechtsordnungen vorgehen bei der Gesetzessystematik, dass wir definieren, dass wir Begrifflichkeiten nutzen, die an einer Stelle relevant sind, die aber auch an vielen anderen Stellen relevant sind. Also wir sehen ganz oft in anderen Rechtsordnungen, dass da unterschiedliche Begriffe verwendet werden oder immer erstmals ganz, ganz bekannt auch im englischen Recht, ja, erstmal eine lange Liste von Definitionen. Ja, und sowas machen wir eigentlich nicht. Wir definieren das einmal an irgendeiner Stelle, haben aber eine abstrakte Systematik, das vor die Klammer ziehen, das BGB-AT sieht man ganz deutlich, dass dann auf alle weiteren Bücher des BGB Auswirkungen hat. So eine Struktur, die ist charakteristisch eben für das germanische Recht oder für den germanischen Rechtskreis. Was dazu alles zählt, werden wir noch sehen. Gut, gibt es Fragen bis dahin? Mal schauen, haben wir hier irgendwo eine Uhr? Weil die Uhr ist ja da. Stimmt die? Ja? Okay, gut, dann nur, damit ich nicht überziehe, ja, damit ich auch schaue, dass ich auch umkomme mit meiner Einheit. Okay, wenn es keine Fragen dazu gibt, dann würde ich sagen, ich schaue nochmal online, gibt es auch keine. Wenn es keine Fragen dazu gibt, dann schauen wir uns an, wie entstehen denn Rechtskreise überhaupt? Wir haben jetzt gesagt, okay, wir können die Rechtsordnung dieser Welt in verschiedene Rechtskreise einteilen. Und wie wir das einteilen, haben wir auch gesehen, wir nutzen verschiedene charakteristische Merkmale, um einzuteilen, stilprägende Rechtsinstitute, der Umgang mit Rechtshonoration, die Stellung des Rechts in der Gesellschaft und so weiter. Ja? Also all das können wir machen. Jetzt ist die Frage, wie entstehen denn Rechtskreise? Warum haben wir überhaupt unterschiedliche Rechtskreise? Und es gibt letztlich verschiedene Möglichkeiten, wie Rechtskreise entstehen. Und es gibt natürlich viele Mischformen von Rechtskreisen, die jetzt nicht klar eine Trennung aufzeigen, wie man das beispielsweise jetzt gesehen hat im germanischen, romanischen und angloamerikanischen Rechtskreis. Ja. Sondern es gibt da viele Mischformen dazu, weil sich natürlich Recht stetig weiterentwickelt und man ja nicht nur immer mit Scheuklappen auf sein eigenes Recht schaut und rechts und links nicht betrachtet, sondern ja auch immer mehr eine Rechtsvergleichung auch bei der Gesetzgebung eine Rolle spielt, sodass sich auch verschiedene Rechte vermischen. Gut, also wie können Rechtskreise entstehen? Natürlich können sie erstmal durch Verpflanzung entstehen und das müssen Sie sich jetzt mal wie in der Botanik vorstellen. Sie pflanzen eine Blume um, Sie nehmen halt, züchten irgendwie Geranien und eine besondere Geranienart gefällt Ihnen wunderbar, dann graben Sie die aus und nehmen Sie sie mit und graben sie woanders ein. Ja? Die früheren Entdecker, die sind überall in die Welt gefahren und haben dann irgendwelche Pflanzen mitgenommen und haben die verpflanzt. Und genauso geht es mit dem Recht auch. Ja, wenn Sie irgendwo sind und beispielsweise die USA neu besiedeln und entdecken, was machen Sie dann? Sie nehmen Recht mit. Ja, weil wenn Sie da ankommen, es keine Gesellschaftsstruktur gibt, keine staatliche Struktur gibt, die Sie für Ihre Verständnisse vorfinden dort, gab es natürlich, ja, also die Stämme der amerikanischen Ureinwohner, ja, die gab es natürlich, aber wenn sie das nicht respektieren und dort ihr eigenes System aufbauen, dann müssen sie ja irgendwie dieses System aufbauen. Und dann nehmen sie in der Regel Recht mit erstmal. Das, was sie kennen, das machen sie, das nehmen sie mit und dann wenden sie das an. Also das ist so eine Verpflanzung. Das heißt, sie siedeln irgendwo hin und nehmen ihr Recht mit. Ja. Konkret zu den USA. Ja. Also ich hätte jetzt spontan eher gedacht, dass das oktroyiert ist, weil doch die Briten dann eine Kolonie hatten. Aber was die jetzt haben, ist es mitgenommen oder ist es? Das ist, sagen wir so, es ist eine Perspektivfrage, ob Sie jetzt in der Verpflanzung sind oder in der Oktroyierung. Ja? Das kann natürlich sich sozusagen ändern, je nachdem,
welche Perspektive sie haben. Wenn sie dorthin gehen und sagen, jetzt ist erstmal noch nichts da außer Ureinwohner, die vertreiben wir ein bisschen, ja, und dann machen wir hier unser eigenes Staatssystem, dann nehmen sie natürlich ihre Regeln mit. Wenn dann untereinander unklar ist, sozusagen, wer soll die Herrschaft dort haben, und dann entsteht Streit, so wie es ja war, und dann gibt es jemanden, der sozusagen dort die Vorherrschaft übernimmt, dann oktroyiert der natürlich das Recht, weil das den anderen aufsetzt. Ja? Oder wenn Sie jetzt Oktroyierung anschauen, die besetzten ukrainischen Gebiete, die Russen besetzt halten, die nehmen natürlich ihr Recht und oktroyieren das, die bringen das mit. Ja? Das heißt, die sagen jetzt, ab sofort gilt hier das und das Recht. Ja? Oder die Kolonialstaaten, ja? Also Deutschland ist ja da keine Ausnahme. Ja, wenn man in Afrika eine Kolonie hat, dann nimmt man deutsches Recht mit und oktroyiert das. Ja? Und das ist dann sozusagen ein Aufsetzen des deutschen Rechts. Also Rechtstraditionen, Rechtskreise können entstehen, entweder durch Verpflanzung, das heißt die freiwillige Mitnahme des Rechts, als genauso wie durch das Aufzwängen eines Rechts durch Eroberung. Und das haben wir ganz häufig, ja, in der Welt, dass solche Oktroyierungen stattfinden. Das hatten wir schon immer, haben wir heute natürlich auch noch. Wenn Sie sich anschauen, wie das im Römischen Reich war, die Eroberungszüge der Römer, ja, da haben die natürlich ihr Recht mitgenommen und allen Völkern ihr Recht auferlegt. Genauso ist es auch heute noch, ja, wenn Staaten andere Staaten überfallen und dann ihr Recht auferlegen. Gut. Das sind sozusagen die weniger friedlichen Varianten, ja, wie Rechtskreise entstehen. Es gibt aber durchaus auch andere Varianten, die ein bisschen friedlicher sind, nämlich die Rezeption von Recht, ja, das ist, oder der Rechtsexport. Das ist so ein bisschen Perspektivfrage auch wieder. Der Rechtsexport ist sozusagen aus Sicht des Exportierenden. Ja, die Rezeption des Rechts ist aus Sicht des Importierenden, der das Recht importiert. Wir haben eine sehr starke Verbindung des deutschen Rechts zum asiatischen Rechtskreis, insbesondere China, Japan und Korea. Ja. Das hat mit der Kolonialzeit zu tun, das werden wir uns anschauen, dass dort eben vielfach auch sozusagen ja, Einflüsse der europäischen Staaten auf die asiatischen Räume eben oktroyiert wurden, also durch Waffengewalt. Gleichzeitig hat man im asiatischen Raum sehr weise sich auch überlegt, wenn wir unser Recht anpassen wollen, wenn wir es fortentwickeln wollen, dann müssen wir uns auch anschauen, wie machen es andere Staaten. Und wir hatten eben gerade um 1900 rum, angestoßen durch die Aufklärung, sehr moderne Zivilrechte hier in Europa. Code Civil, ABGB, ABGB nicht so, weil nicht so freiheitlich orientiert wie zum Beispiel das BGB oder Code Civil. Also insbesondere Ständeordnung hat sich im ABGB noch näher, stärker niedergeschlagen als im deutschen Recht oder im Code Civil. Und da sind viel Rezeptionen in den asiatischen Staaten passiert. Man hat also Experten eingeladen und die unterstützt haben bei der Gestaltung eines neuen Rechts. Zum Beispiel chinesisches Sachenrecht ist auch maßgeblich von deutschen Experten mit betreut worden. Seinerzeit. Das ist jetzt alles wieder geändert worden, weil es seit kürzerem ein neues Zivilgesetzbuch gibt. Aber die ursprüngliche sachenrechtliche Gestaltung ist auch aus deutscher Tradition. Und das lässt auch Rechtskreise entstehen. Durch Rezeption von ausländischem Recht, durch Import oder Export, je nachdem, von Recht sehen wir sehr deutlich auch, dass sich Rechtskreise bilden. Wir haben beispielsweise eine starke Prägung des japanischen, des koreanischen Rechts auch durch deutsches Recht, im Zivilrecht und auch im Zivilprozessrecht. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dort ein starker Einfluss auch des US-amerikanischen Rechts durchgesetzt. Klar, die USA waren da sehr präsent in der Region. Warum? Weil sie den Krieg gewonnen haben. Die Japaner haben ihn verloren. Die Deutschen haben ihn verloren. Und dann hat sich sozusagen auch sehr stark ein Import US-amerikanischer Rechtsinstitute gezeigt. Also man hat die US-amerikanische Limited Company by Shares, ja, hat man importiert. Man hat zum Beispiel dort auch an dem Universitätssystem, aber erst in jüngerer Zeit, zum Beispiel Law Schools gegründet nach dem Modell der USA. Das heißt, man kann jetzt in Japan zweigleisig studieren. Man kann nach dem alten System, das eher so ein Fakultätssystem ist, wie es in Deutschland auch bekannt ist, studieren. Man kann aber auch im Law School System studieren. Also
Da ist sozusagen Jurastudium Postgraduate Studies. Ja? Also da würden Sie erstmal was anderes studieren, Geschichte, Politik, und würden dann sozusagen Jurastudium draufsetzen. Ja, das ist auch ein Einfluss, ein Rechtsimport, Rezeption des US-amerikanischen Systems dort. Gut. Darüber entstehen also letztlich Rechtsordnungen. Gut. Wie können noch Rechtsordnungen entstehen, Rechtskreise entstehen? Durch einen Wettbewerb der Rechtsordnungen. Jetzt werden Sie sich überlegen, Wettbewerb der Rechtsordnung, was bedeutet denn das? Ja, könnte man sich das vorstellen. Also muss man sich vorstellen wie ein Markt. Ja? Wer ist der Anbieter? Der Anbieter sind die Staaten. Staaten machen Recht. Wer ist der Nachfrager? Naja, jeder, der irgendwie Recht wählen kann, der eine Wahlmöglichkeit hat, der wählt das Recht. Und Wettbewerb entsteht dann, wenn verschiedene Staaten eben um die Anbieter kämpfen. Also braucht es irgendwelche Anreize, damit so ein Wettbewerb entsteht. Und so ein Wettbewerb, den gibt es tatsächlich, Regulierungswettbewerb. Ja. Den gibt es im Gesellschaftsrecht. Entdeckt wurde das Ganze in den USA. Regulierungswettbewerb im Gesellschaftsrecht. Da ist nämlich in den USA das Gesellschaftsrecht Recht der Bundesstaaten. Also jeder Bundesstaat hat sein eigenes Gesellschaftsrecht. Bisschen anderes föderales System als das deutsche Recht. In Deutschland gibt es halt ein Bundesgesetz oder nicht nur eins, aber ein Gesellschaftsrecht, das Bundesrecht ist. Also macht nicht jedes Bundesland sein eigenes Süppchen, sondern aber in den USA ist das so. Jeder Bundesstaat hat sein eigenes Gesellschaftsrecht. Und jetzt gibt es natürlich die Gesellschaftsrechte, die besonders unternehmerfreundlich sind. Ja? Und es gibt die Gesellschaftsrechte, die besonders gläubigerfreundlich sind, also insbesondere Anleihengläubiger, die oder Shareholder-friendly sind, ja, also anlegerfreundlich oder gläubigerfreundlich sind, die Personen eher schützen. Und wenn man jetzt überlegt, wer entscheidet über die Wahl des Gesellschaftsrechts, nein, im Regelfall die Person, die sozusagen die Gesellschaft gründet. Denn im US-amerikanischen Recht gilt die Gründungstheorie, das heißt, das Recht, Gesellschaftsrecht findet Anwendung, wo die Gesellschaft gegründet worden ist. Ja, das ist auch eine Tradition des Common Law, dass wir eben die Gründungstheorie haben. Ja. Das heißt, wer wird sich durchsetzen? Welches Recht wird sich durchsetzen? Dass das gläubigerfreundlich ist oder dass das unternehmerfreundlich ist? Ja? Das ist unternehmerfreundlich. Genau, der Unternehmer wird das Recht wählen, das für seine Zwecke das Beste ist. So, und genau, das haben wir gesehen. In den USA ein Wettbewerb um das möglichst unternehmerfreundlichste Recht und das hat gewonnen der Staat Delaware. Ja, das war sozusagen die Situation. Und wir haben so eine ganz ähnliche Situation dann in Deutschland plötzlich gehabt. Also diese Idee vom Regulierungswettbewerb, die ist auch nach Deutschland geschwappt. Und zwar, als das Vereinigte Königreich noch Mitglied der Europäischen Union war, haben sich vielfach auch englische Limiteds hier in Deutschland gegründet. Ja? Also zum Beispiel die hier. Das ist ein Foto vom Augsburger Hauptbahnhof, ja? Habe ich geklaut von Stefan Lorenz. Steht drin, Bratwurst Flori Limited. Ja? Das ist halt so ein Bratwurststand, also irgendwie so ein Verkaufsstand, wo man Bratwürste kaufen kann. Und die wird jetzt als wurde als englische Limited betrieben. Warum? Weiß natürlich die englische Limited mit einem Pfund. Konnte man sie gründen, Stammkapital, also relativ günstig zu gründen. Zweitens, man hat Haftungsbeschränkungen. Ja, wenn man das als Einzelunternehmer betreibt im deutschen Recht, haftet man persönlich für jede Forderung, ja, die aus dem Geschäft hervorgeht. Das heißt, man haftet mit seinem Privatvermögen. Die englische Limited haftet da eben nicht. Ja, und dadurch hat sich eben Regulierungswettbewerb auch eingestellt. Es wurden viele englische Limiteds gegründet und wir haben tatsächlich den deutschen Gesetzgeber, der da mitgemacht hat. Was hat er gegründet? Wir haben es gestern schon angesprochen. Die UG, genau, die UG haftungsbeschränkt, die Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, die man auch mit einem Euro Stammkapital gründen kann, aber die auch eine Haftungsbeschränkung hat, die allerdings so eine Zusatzbezeichnung hat, damit man sieht, Moment, kein gleichwertiges Stammkapital zur GmbH. Aber der deutsche Gesetzgeber hat reagiert. Und es gibt sogar so eine Broschüre, ja, können Sie im Internet googeln, Law Made in Germany. Also es gab wirklich einen Regulierungswettbewerb, muss man sich mal vorstellen, ne? In dem sozusagen hier geworben wird für global effektiv kostengünstiges Recht. Ja? Auf Englisch auch noch, Global Effective and Cost Efficient Law Made in Germany. Ja, also man hat versucht, diese Marke Made in Germany, die gerade nach dem Zweiten Weltkrieg Wirtschaftswunderzeiten entstanden ist, die hat man versucht jetzt hier zu verkaufen und einen Rechtsexport zu beschreiben. So, und jetzt ist bei diesem Regulierungswettbewerb natürlich eine spannende Frage.
Ist das gut oder ist das schlecht? Ja, und jetzt gibt es natürlich die Vertreter, die sagen, super, das ist total top. Ja, das ist richtig gut, weil es setzt sich immer das beste Recht durch. Das ist ein Race to the Top. Ja. Und das haben natürlich die Vertreter der unternehmerfreundlichen Auslegung in Delaware auch gesagt. Natürlich setzt sich unser Recht durch, weil das ist das beste Recht. Das ist, für Unternehmer ist das super. Und Gläubigerschutz, ja, haben wir schon auch, aber also die Unternehmer, ja, die sind ja, die bringen die Wirtschaft voran. Das ist das beste Recht, ein Race to the Top. Und die Gegner, die Gläubigerfreunde, die haben gesagt, oh, Moment, ja, also ihr macht doch hier sozusagen, ihr verwässert doch alle Schutzmechanismen, ihr gewährleistet nur noch die Unternehmerinteressen, ihr bedient nur noch Unternehmerinteressen, ihr schaut nur, dass die Unternehmer möglichst gestalten können, wie sie wollen, aber Gläubiger lasst ihr unten vor, außen vor. Das heißt, es ist ein Race to the Bottom, ja, weil sich die Schutzstandards immer weiter verwässern. So, und einen eher, ja, eher nachhaltigeren Ansatz in der Diskussion Betrachtung hat Herr Bratton in der Toronto University of Toronto Law Review 1994 gebracht, der gesagt, also so ein Wettbewerb ist ein Race to Nowhere in particular, das kommt immer drauf an. Ja, also Juristenantwort, es kommt immer drauf an, wie man diesen Wettbewerb gestaltet, wie man den Wettbewerb reguliert. Denn man kann durchaus unternehmerfreundliches Recht schaffen und dort eine effiziente Gestaltung von Gesellschaftsrechten bewirken, wenn man gewisse Schutzstandards einheitlich regelt. Ja? Und Gläubigerschutzrecht ist in USA Bundesstaatenrecht, Bundesrecht. Das heißt, es gibt ein einheitliches Gläubigerschutzrecht, das sozusagen im Gesellschaftsrecht einzelne Gestaltungen auch ermöglicht. Also das heißt, da kann man sich immer überlegen, wie gestaltet man diesen Wettbewerb, wo setzt man Rahmenlinien und wie viel Gestaltung und Flexibilität lässt man denn zu? Also man braucht ja immer einen gerechten Interessenausgleich. Die Schwierigkeit hier ist in Europa, dass wir natürlich nicht den einen Gesetzgeber haben, der darüber entscheidet, wie in den USA, ein Bundesgesetzgeber, der sagen kann, ah ja, jetzt habt ihr da so viel unternehmerfreundliches Recht gestaltet, das wird so viel gewählt, aber wir brauchen jetzt ein Bundesgesetz, das sozusagen einheitliche Gläubigerstandards setzt. Ja, das ist ja ein einheitliches Interesse der USA. Sowas haben wir in Europa natürlich nicht. Wenn der Wettbewerb der Rechtsordnung zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten spielt, dann brauchen wir sozusagen eine Instanz, die sozusagen irgendwie eine Marktordnung schaffen kann für diesen Wettbewerb. Und das ist dann die Europäische Union. Und Sie wissen, dass die Europäische Union eben nur begrenzte Möglichkeiten hat, so eine Marktordnung zu schaffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier darauf achten, dass wir eben nicht so sehr uns diesem Wettbewerbgedanken hingeben, sondern dass wir schauen, dass wir Interessen angemessen balancieren, ausgleichen, die betroffen sind von diesen Regelungen. Denn es macht ja schon einen Unterschied, beispielsweise, wo ich eine Gesellschaft gründe und ob ein Gläubiger seine Ansprüche durchsetzen kann, ja oder nein, macht schon für die einzelne Person einen maßgeblichen Unterschied. Weil wenn Sie sagen, Sie haben da mit Flori, ja, mit Flori einen Vertrag geschlossen, Sie haben eine Bratwurst gekauft und die war leider schlecht, jetzt haben Sie den schlimmsten Durchfall Ihres Lebens, ja. Sie sind 3 Wochen raus aus dem Geschäft, ja, hängen nur zu Hause ab, brauchen ständig Arztbesuche, kommen nicht mehr auf die Beine, sind aber selbstständiger Künstler beispielsweise. Sie haben kein Einkommen. Das ist schon massiv. Und wenn der jetzt sagt, sorry, Haftungsbeschränkung, bin leider pleite, ja, jetzt haben mich 50 Leute verklagt, ich habe kein Stammkapital mehr, ja, das macht der Flori natürlich nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass das irgendwie so passiert wäre, ja, dann ist das für die Personen, die natürlich davon betroffen sind, schon massiv. Ja? Gibt es Gläubigerschutzrechte oder nicht? So, genau, also das ist so eine Entwicklung. Jetzt stellt sich die Frage, was haben die Staaten für ein Interesse gehabt überhaupt, dass sie tatsächlich hier so einen Wettbewerb gestaltet haben? Ja? Steuereinnahmen. Steuereinnahmen durch die Unternehmen, genau. Das könnte man überlegen. Wer hat noch wo könnten noch Interesse liegen? Ja? Also dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen. Arbeitsplätze werden geschaffen. Ja, aber meistens sind es Briefkastengesellschaften. Ja? Stadt für andere Unternehmen auch, dass es internationaler wurde, sprich, man hat dann auch in Deutschland eben sein Unternehmen unter diesen Voraussetzungen gegründet. Ja, genau. Also man könnte sagen, okay, man hat sozusagen hier einen Rechtsexport betrieben, also sozusagen den Gewinn, dass das eigene Recht, ja, sozusagen die Genugtuung, wir haben obsiegt, ja, unser Recht ist das Beste, das könnte man machen, ja, so international auch gewählt wird, ja. Was könnte man noch für eine Industrie bedienen, wenn Sie jetzt nicht nur an die Gesellschaftsgründung an sich denken, sondern außenrum? Was viele von Ihnen
später auch machen werden als Juristen? Beraten, ja? Beraten werden sie. Also die ganze Beratungsindustrie, also die Satellitenindustrie nennt man das, die ganze Beratungsindustrie, Steuerberater, Juristen, Gesellschaftsjuristen, Vertragsjuristen, die alle sozusagen zu tun haben mit dem Recht von Delaware beispielsweise oder von England und Wales, die haben natürlich auch ein Interesse dran. Und die generieren natürlich auch wieder Umsätze, die wieder zu Steuereinnahmen führen. Ja. Und was auch ganz, ganz schön ist in den USA, das geht in Europa aber nicht, das ist, der Staat Delaware an sich hat selber ein ureigenes Interesse, nicht nur wegen der Steuereinnahmen, die im Staat sprudeln, weil dann Unternehmen hinzieht, die meisten Gesellschaften sind ja sozusagen Briefkastengesellschaften. Sie haben für die Wahl der Rechtsform einer Gesellschaft des Staates Delaware auch eine Steuer erhoben, so eine Franchise-Tax, ja, wie so ein McDonald's-Restaurant. Ja. Wenn Sie ein McDonald's-Restaurant betreiben wollen, müssen Sie einen Franchise-Vertrag abschließen und dafür für die Nutzung der Marke und dieser ganzen Einrichtung und dieses Konzepts müssen Sie Geld zahlen als Unternehmen. Und genauso ist es im Gesellschaftsrecht der USA. Ja. Delaware verlangt Steuern dafür, dass die Rechtsform einer Delaware-Gesellschaft genutzt werden kann. Das geht im europäischen Recht nicht, weil das eben das europäische Recht das nicht vorsieht. Aber das ist natürlich auch nochmal ein sozusagen Incentive für den Staat, ein Anreiz für den Staat, sowas zu machen. Gut, aber Sie merken sich, es kommt immer darauf an, wie es bei Juristen immer ist, kommt es darauf an, wie man das Ganze gestaltet. Gut. So, jetzt gehen wir zurück zu den Rechtskreisen. Zu den Rechtskreisen, wir werden uns noch die Frage stellen müssen, warum machen wir das überhaupt? Und ich habe ja schon gesagt, so eine Einteilung in Rechtskreise nach verschiedenen Kategorien, das machen wir Juristen immer gerne, dass wir Schubladen auf und zu machen und verschiedene Instrumente in irgendwelche Schubladen stecken und die kategorisieren. Aber so, diese Kategorisierung hat natürlich Sinn. Ganz einfach deswegen, weil wir eben ganz oft Vergleiche brauchen, ja, weil wir beispielsweise ein Rechtsproblem haben, zum Beispiel im japanischen Zivilprozessrecht, das auf dem deutschen basiert. Und dann stellt man sich die Frage, wie löst man es? Und dann kann man sozusagen ins deutsche Recht schauen, auf dessen Grundlage sozusagen diese ZPO, die japanische ZPO, erstellt worden ist. Und dann kann man da reinschauen und sagen, okay, die Deutschen lösen es so, die hatten das Problem auch. Und dann einen Rückschluss ziehen, macht das Sinn für uns auch. Also das heißt, so eine Kategorisierung in verschiedene Rechtskreise hilft dabei, ein konkretes Rechtsproblem zu lösen. Weil man natürlich dorthin schaut, wo man also man bleibt natürlich in der Familie und schaut sich erstmal an, wie lösen andere aus derselben Familie mit denselben rechtlichen Grundvoraussetzungen, lösen die das Problem. Denn in einer anderen Rechtsfamilie mag das Problem auch bestehen, aber es mag vielleicht ganz anders gelöst werden, weil es eben andere Voraussetzungen gibt. Ja. Also zum Beispiel, wenn Sie sich überlegen, im deutschen Recht haben Sie ja den Zugewinnausgleich im Todesfall. Ja, da wird sozusagen die vermögensrechtliche der vermögensrechtliche Zuerwerb während der Ehe von Ehegatten wird ausgeglichen im Todesfall durch eine pauschale Erhöhung der Erbquote. Das gibt es in anderen Staaten nicht. Ja. Diese Besonderheit. Aber funktional ist dieses Instrument eben ein Vermögensausgleich. Und dann muss man sich ganz genau anschauen, wie machen das andere Staaten denn, die ein ähnliches Güterrecht haben, die eine ähnliche Grundvoraussetzung haben. Wie machen die das? Österreich beispielsweise erhöht einfach die Erbquote per se. Ja, macht keinen güterrechtlichen Ausgleich im Todesfall, sondern erhöht einfach generell die Erbquote des Längerlebens. Also da ist das mit eingepreist. Und da schaue ich natürlich erstmal hin. Ich schaue jetzt nicht erstmal sozusagen in die Scharia, in das Recht der Scharia und schaue mir, wie ist da das Scheidungsfolgenrecht oder das Vermögensausgleichsrecht im Todesfall, weil das ganz andere Voraussetzungen sind als die, die wir unserem Rechtssystem unterlegen. Ja? Also das ist sozusagen sinnvoll zu klassifizieren, in Rechtskreise einzuteilen, weil ich bei so einer Problemlösung dann die nächstnähere Rechtsordnung heranziehen kann. Manchmal ist es auch so, dass wir in der Anwendung eines Rechts auf einen internationalen Sachverhalt nicht weiterkommen, weil wir das betreffende Recht nicht anwenden können, weil es zum Beispiel gegen wesentliche Grundsätze des eigenen Rechts verstößt. Und dann braucht man eine Ersatzrechtsordnung. Und bei solchen Ersatzrechtsordnungen, das passiert so, das IPA sagt uns, internationales Privatrecht sagt uns, welches Recht wenden wir an beim internationalen Sachverhalt. Ja, Sie wohnen normalerweise in Irland. Ja? Gewöhnlicher Aufenthalt ist normalerweise in Irland bei Ihnen, oder? Ihr gewöhnlicher Aufenthalt, also Sie wohnen normalerweise in Irland und sind jetzt hier, wie lange? Ein Jahr. Ab 6 Monaten wird Ihr gewöhnlicher Aufenthalt wechseln.
ab 6 Monaten Aufenthalt. Ihr gewöhnlicher Aufenthalt wird dann in Deutschland sein. Wenn Sie in die Europäische Erbrechtsverordnung schauen, wird das Erbrecht wechseln. Das heißt, sollten Sie jetzt hier versterben, was wir alle nicht hoffen, sorry für den Beispielsatz, dann würden Sie nach deutschem Recht beerbt, nach 6 Monaten. Wenn Sie, auch wenn Sie beispielsweise ein Testament nach irischem Recht machen, gilt dann deutsches Recht. Das heißt, in solchen Fällen wenden wir dann, müssen wir schauen, welches Recht ist anwendbar, ist nur ein Beispielsfall. Ja? Sorry. Und dann müssen wir uns überlegen, welches Recht ist anwendbar. Ja? Und mit diesen Fragen befasst sich das internationale Privatrecht. Also, das heißt, wenn Sie jetzt grenzüberschreitend hier studieren, dann haben wir einen grenzüberschreitenden Sachverhalt und dann müssen wir entscheiden, welches Recht findet auf einzelne Fragen Anwendung. Ja? Wie ist es mit beispielsweise dem Abstammungsrecht, ihrer Zuordnung zu ihren Eltern? Ja? Findet da irisches Recht Anwendung oder findet deutsches Recht Anwendung? Wie ist es mit dem Erbrecht? Ja, findet irisches Recht Anwendung, findet deutsches Recht Anwendung? Und das macht das internationale Privatrecht. Das entscheidet, welche Rechtsordnung soll Anwendung finden, weil sie hierher gekommen sind. Im Erbrecht ist es so, auf Ihre Erbfolge findet das deutsche Recht Anwendung, wenn Sie einen gewöhnlichen Aufenthalt hier haben, es sei denn, Sie haben eine Rechtswahl. Wenn Sie von Ihren Eltern erben, gilt das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des Erblassers, also Ihrer Eltern, je nachdem, wo Ihre Eltern waren, gilt dann dieses Recht. Das heißt, das IPR ist damit befasst, eine Entscheidung zu treffen, welche Rechtsordnung einen Sachverhalt mit grenzüberschreitendem Bezug regeln soll. Und jetzt kann es Situationen geben, nicht wie dem jetzigen hier, sondern Situationen, wo wir ein Recht anwenden sollen, das aber mit den deutschen Grundvorstellungen, wie die Verfassung beispielsweise vorsieht, wie die Grundrechte es verlangen, nicht vereinbar ist. Und dann müssen wir den Ordre Public anwenden und dann können wir das ausländische Recht nicht anwenden. Dann müssen wir es unangewendet lassen. Und an die Stelle dieses Rechts muss ja irgendein Recht treten. Also wir haben eine Lücke, wir wenden ein Recht eben nicht an, das wir nicht anwenden können, und dann ist eine Lücke entstanden und diese Lücke müssen wir füllen. Und diese Lücke füllen wir dann in erster Linie natürlich aus dem Recht selber, ja, das wir nicht angewendet haben, aber das geht nicht immer. Ja, manchmal ist es so, dass wir eben die Lückenfüllung nicht betreiben können, weil sonst haben wir wieder eine Wirkung, die dem Ordre Public entgegensteht. Da müssen wir sozusagen diese Lücke anders füllen. Und da kommt sozusagen eine Methodik im IPA zum Tragen, dass wir eine Ersatzrechtsordnung anwenden, also ein Ersatzrecht. Und da hilft auch die Einteilung in Rechtskreise, weil wir dann eine verwandte Ersatzrechtsordnung nehmen. Ja, also wenn wir ein Beispiel haben, wir haben eine Rechtsordnung des Common Law, wir können ein gewisses Rechtsinstrument nicht anwenden, aus einem bestimmten Grund, dann schauen wir in eine andere Rechtsordnung des Common Law, die eine verwandte Regelung hat, die aber mit deutschen Wertvorstellungen übereinstimmt. Stichwort Punitive Damages. Ja, wenn wir mit dem US-amerikanischen Punitive Damages nicht klarkommen, weil das zu weitgehend ist, dann nehmen wir vielleicht das Englische, weil die enger sind. Ja? Das Englische Instrument. Und das ist die Ersatzrechtsordnung. Ja. Ist das klar geworden bei Ihnen oder gab es ein Verständnisproblem? Habe ich zu schnell geredet mit dem IPR? War ich zu schnell? Okay, also ich kann es Ihnen nochmal erläutern. Für uns ist nur wichtig Ersatzrechtsordnung. Ja, also genau. Super. Okay. Ganz generell, also wenn ich zu schnell rede, ja, und wenn Sie was nicht verstehen, bremsen Sie mich, ja. Also wenn ich irgendwie begeistert bin vom Thema, dann rede ich immer schnell, also bremsen Sie mich gerne ein. So, warum ist das noch wichtig, sozusagen Rechtskreise zu definieren? Weil wir natürlich uns Arbeit erleichtern, wenn wir sagen, wir wissen, welche Rechtskreise zu einer Familie oder welche Rechtsordnung zu einer Familie gehören, dann können wir die heranziehen. Was natürlich mehrere Ausprägungen nehmen kann, was natürlich nicht gut ist, wenn wir sagen, wir haben eine Rechtsfrage, die wir klären müssen und wollen vergleichen und dann schauen wir nur die Mutterrechtsordnung an und der Rest ist uns wurscht. Ja? Das ist natürlich blöd, das ist ein bisschen kurz gedacht, aber was natürlich hilft, wenn wir sozusagen die Rechtsfamilie kennen und die Mutterrechtsordnung haben, dann ist das sozusagen der Kontext schon mal klar, in dem sozusagen dieses Recht sich entwickelt hat und daraus können wir dann Ableitungen ziehen. Wir müssen aber die konkrete Einzelfrage trotzdem noch betrachten. Gut. Dann schauen wir auf die Rechtskreise, die es auf der Welt gibt. Es gibt so eine grobe Einteilung. Es gibt natürlich den angloamerikanischen Rechtskreis, das Common Law. Es gibt den romanischen Rechtskreis, das französische Recht, germanischen Rechtskreis oder deutscher Rechtskreis. Dann gibt es den skandinavischen Rechtskreis, nordischen Rechtskreis,
Beim asiatischen Rechtskreis mache ich Anführungszeichen deswegen, weil es den eigentlich nicht gibt, den asiatischen Rechtskreis, weil die asiatischen Rechte sehr unterschiedliche Einflüsse genommen haben. Das werden wir auch sehen, wenn wir dann uns den Rechtsordnungen des asiatischen Rechtskreises widmen. Dann gibt es den islamischen Rechtskreis. Und früher gab es noch einen sozialistischen Rechtskreis, der ist mit der Sowjetunion zerbrochen sozusagen. Es gibt natürlich sozialistische Rechte, aber das kann man nicht mehr als Rechtskreis bezeichnen. Und was natürlich ganz toll ist für die Einteilung, es gibt natürlich wahnsinnig viele Mischsysteme. Wie ich schon gesagt habe, Japan, es gibt Einflüsse aus dem germanischen Rechtskreis, es gibt Einflüsse aus dem Common Law-Bereich. Also das ist natürlich so, dass sich das immer stärker auch vermischt. Gut, deswegen ist letztlich die Einordnung nach in Rechtskreise ist letztlich auch in der Literatur auch kritisch betrachtet. Die herrschende Meinung teilt noch nach Rechtskreisen ein. Es gibt aber durchaus auch die Meinung in der Rechtsvergleichung, dass man besser nach Kontexten einteilt. Wobei dann näher zu definieren wäre, was ist denn ein Kontext, also eine geschichtliche, gesamtgesellschaftliche Entwicklung und so weiter. Und dann kann ich natürlich dieselben Kriterien heranziehen, die ich auch für die Rechtskreiseinteilung nehme und das dann sozusagen in Rechtskreise einteile oder halt in gesellschaftliche Entwicklungskontexte stellen. Gibt es auch. Also Herr Kischel macht das beispielsweise. Das ist das dicke Rechtsvergleichungsbuch aus der Beck'schen Kurzlehrbuchreihe, diese 1000 Seiten Bücher. Gut, hier sehen wir eine Karte der Welt, wo wir verschiedene farbliche Tupfer erkennen können. Ich glaube, Sie können das, was hier steht, nicht lesen. Ja? Ich kann es auch nicht richtig lesen. Also so ein bisschen ist auch, glaube ich, unscharf. Da müssen wir mal den Beamer einstellen hier wieder. Es gibt sozusagen hier verschiedene Farben und diese verschiedenen Farben definieren letztlich Rechtskreise. Ja? Rot beispielsweise ist wenig verwunderlich, ja, das Common Law. Ja, das sehen wir auch hier im Bereich des Vereinigten Königreichs. Großbritannien ist aber schon unterteilt. Also Großbritannien, die England, Schottland, Wales, sieht man hier ganz deutlich, ist unterschiedlich farblich markiert. Das Rot ist Common Law aus England und Wales. Das drüber, Schottland, hat Civil Law Background auch mit drin. Da sehen wir hier, ist ein Mischsystem, ist diese Farbe, ja? Mischsystem. Solche Mischsysteme sehen wir sehr oft, sehen das zum Beispiel in Kanada einen Teil, dann sehen wir hier unten Südafrika Mischsysteme, dann sehen wir auch Südamerika Mischsysteme. Also wir sehen sehr viel Schattierungen hier auch und wir sehen hier auch in dieser Skala, deswegen finde ich das so interessant, welche Elemente sozusagen von Mischsystemen bestehen, also was alles Einfluss genommen hat. Religiöse Aspekte, Stammesrechte, Common Law Elemente und so weiter und so fort. Sie sehen also ganz deutlich hier das Rote, das sind die Common Law Bereiche, das sozusagen hellblau, türkise, das sind sozusagen die Civil Law Bereiche. Das ist jetzt sogar gar nicht klassisch unterteilt zwischen germanischen und romanischen Rechtskreis, sondern der römisch-germanische Rechtskreis wird das genannt. Da sind zwei sogar verbunden. Dann sehen wir hier noch das Gelb, das ist gewohnheitsrechtliche Sachen, Customary Law, islamischer Rechtskreis ist blau, Entschuldigung, grün, islamischer Rechtskreis. Da sehen wir aber auch hier viele Mischsysteme, insbesondere hier diese Färbungen. Da sehen wir auch ganz deutlich im Norden von Afrika, da sehen wir ganz starke Prägung auch des islamischen Rechts. Und das werden wir auch sehen, wenn wir den islamischen Rechtskreis machen, wie das gekommen ist. Das ist einfach eine geschichtliche Entwicklung, Eroberungszüge der Herrscher, Oktroyierung des Rechts, Mitnahme des Rechts und dann Etablierung dort. Alles sehen wir sehr deutlich. Genau, also das ist sozusagen unsere Karte. Indien ist auch ganz interessant. Indien ist ja auch ein koloniales eine Kolonie gewesen. Also haben die Engländer ja sehr starken Einfluss gehabt auf Indien und da sehen wir sehr deutlich, aber es gelb. Ja. Wir haben in Indien nicht nur sozusagen Common Law Tradition, die gibt es dort auch, aber wir haben auch Gewohnheitsrecht und was wir noch haben, das sind religiöse Rechte, ja, in Indien.
Wir haben verschiedene ethnische Gruppen dort, wir haben verschiedene religiöse Gruppen dort, die alle unterschiedliche Rechtssysteme haben. Beispielsweise haben die Hindi ihr eigenes Familienrecht. Und das sehen wir sehr deutlich, deswegen ist Indien jetzt nicht rot markiert, sondern das Mischsystem. Gut, also sehr schöne Karte hier, die das aufzeigt, die natürlich jetzt schon ein bisschen älter ist und eigentlich immer sich verändert durch die jeweiligen Entwicklungen, die natürlich passieren. Gut. So, schauen wir weiter. Es gibt Rechtsvergleichungen ja nicht nur im Bereich des Vergleichs verschiedener Rechtskreise, sondern es gibt Rechtsvergleichungen auch auf transnationalem Bereich. Also wenn wir tatsächlich völkerrechtliche Vereinbarungen haben, können wir auch Rechtsvergleichungen betreiben. Und das schauen wir uns jetzt noch kurz an, wo das Sinn macht und in welcher Form das passieren kann. Also wenn wir sozusagen nicht das Nationalstaaten-Level uns anschauen, sondern eben völkerrechtliche Vereinbarungen uns anschauen. Und da gibt es natürlich verschiedene Rechte, verschiedene Instrumente, die betrachtet werden könnten, beispielsweise im Grundrechtbereich, Menschenrechte, Grund- und Menschenrechte. Da gibt es natürlich verschiedene auch Anwendungsbereiche von verschiedenen völkerrechtlichen Übereinkommen und die kann man miteinander vergleichen und sich anschauen, welche Gewährleistungen stecken da drin. Zum Beispiel die EMRK, um die Grundrechte, die jetzt im gesamten Bereich der Europäischen Menschenrechtskonvention uns anzuschauen, da macht es natürlich Sinn zu schauen, was ist denn, wie wird denn jetzt eine bestimmte Vorschrift ausgelegt. Der EGMR gestattet ja den Mitgliedstaaten immer auch einen Beurteilungsspielraum in gewissen Bereichen, im Englischen dann Margin of Appreciation. Und dieser Beurteilungsspielraum, der wird kleiner, je stärker die Einigkeit der Mitgliedstaaten über eine Frage ist. Und er wird kleiner, je intensiver sozusagen die grundrechtliche Beeinträchtigung ist. Je weniger intensiv das ist und je we weniger Einigkeit besteht, desto größer wird sozusagen die Beeinträchtigung, desto größer wird sozusagen der Beurteilungsspielraum. Und der EGMR, der vergleicht sozusagen bei der Auslegung der verschiedenen Rechtsordnungen immer auch sozusagen die Positionen der Mitgliedstaaten zueinander. Macht also eine Rechtsvergleichung im transnationalen Bereich für die Auslegung der EMRK. Was man natürlich noch machen kann, ist auch EMRK, Europäische Grundrechtscharta und andere Menschenrechtskonventionen untereinander zu vergleichen. Das macht insbesondere bei EMRK und Europäischer Grundrechtscharta einen Sinn, weil da tatsächlich auch entsprechende Verzahnungen bestehen im Text der Grundrechtscharta. Nämlich die Grundrechtscharta weicht in gewissen Bereichen von der EMRK zwar ab, aber im Übrigen übernimmt sie den Schutzstandard. Und da ist natürlich ganz wichtig zu wissen, wo genau weicht man ab und wie genau sind die Gewährleistungen hier. Gut. Das Ganze kann man natürlich weiter treiben, auch auf andere sozusagen supranationale und völkerrechtliche Übereinkommen oder Instrumente. Zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, die Brüssel 1a-Verordnung, das ist die Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung, wo wir die internationale Zuständigkeit der Gerichte bei grenzüberschreitenden Zivilsachen betrachten. Das können wir wunderbar auch vergleichen mit dem Luganer Übereinkommen und sozusagen uns überlegen, wie es zum Beispiel der gewöhnliche Aufenthalt in dem einen, in dem anderen auszulegen, um dann zu ermitteln, wie ist es denn jetzt in dem konkreten Fall, wie müssen wir dann im konkreten Fall den gewöhnlichen Aufenthalt betrachten. Ja? Müsste man dann sagen, wenn man quasi versucht, das Europarecht einzuordnen, dass das, weil es ja quasi um mehr Staaten Europa zugewonnen in der Zeit ist, zu mehr verschiedene ja, auch Rechtskreise, dann den romanischen und germanischen betrachtet, der dann da inklusioniert werden, dass es dann eigentlich auch ein großes Mischsystem ist? Ja, also Europa ist auch ein großes Mischsystem. Das sehen wir ganz deutlich natürlich beim Common Law und Civil Law Traditionen. Aber klar, die romanischen Rechtskreise sind ja auch ganz deutlich und es ist immer ein Kompromiss, der rauskommt. Also ist Europa, also das Europarecht selber ist beeinflusst von vielen Bereichen. Und Sie sehen das auch in den
zum Beispiel in der EuGVVO oder Brüssel 1a-Verordnung, da sehen Sie es ganz deutlich, dass auch Elemente des Common Law dort drin sind. Zum Beispiel das Domicile ist dort verwandt und man verweist aber dort nicht auf einen eigenen Begriff des Domiciles, keinen europäischen Begriff, sondern verweist auf das Verständnis des Domicile in den jeweiligen Rechtsordnungen. Und Domicile ist ja ein Konzept, das im Kontinentaleuropa nicht so vorherrschend ist und das heißt, wir haben ein Mischsystem. Anschließend daran aber könnte man ja quasi sagen, dass, weil wir einen Anwendungsforum europäischen Rechts haben und immer mehr europäisches Recht irgendwie produziert wird, dass dann diese einzelnen Rechtskreise, die in Europa bestehen, sich auflösen und es quasi einen europäischen Rechtskreis auf längere Sicht geben wird, oder? Das kann sich durchaus einstellen, sicherlich jetzt begrenzt in Fragen, weil wir ja nur begrenzte Kompetenzen haben und das sehr lange dauern würde. Aber klar, durch Vereinheitlichung, durch europäische Rechtsvereinheitlichung verändert sich natürlich auch die Struktur eines Rechtskreises und es vereinheitlicht sich, je nachdem, welches Element sich durchsetzt, sozusagen, gibt es dann ein stärkeres Gewicht auf Civil Law, Common Law oder welchem Bereich auch immer sozusagen das Gewicht dann zukommt. Ja klar, aber das ist ein Prozess, ja, richtig. Gut. Also man kann hier verschiedene Übereinkommen auch vergleichen. Man kann auch beispielsweise im europäischen Bereich verschiedene Instrumente vergleichen. Wenn man den gewöhnlichen Aufenthalt als Anknüpfungspunkt für die Zuständigkeit nimmt, kann man den anschauen in Zivilsachen, in der Brüssel 1a-Verordnung. Man kann in der Brüssel 2b-Verordnung für Familiensachen anschauen und man kann sich anschauen in der Unterhaltsverordnung und kann sich anschauen und vergleichen, wie wird zum Beispiel dieser Begriff in den verschiedenen Rechtsakten ausgelegt. Gibt es ein einheitliches Verständnis? Ist das unterschiedlich, das Verständnis? Ist auch ganz, ganz interessant. Es gab bei Privatscheidungen gab es eine ganz interessante Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Sache Sayuni. Da hatte das Oberlandesgericht München hatte dem Europäischen Gerichtshof eine Frage vorgelegt, ob die Brüssel 2, nee, was die Scheidungsverordnung, ich glaube, die Europäische Scheidungsverordnung, Rom 3 Verordnung, ob die Anwendung findet auf Scheidungsverfahren, also auf Privatscheidungen. Und da war die Frage, hat der EuGH nicht so ganz verstanden gehabt, diese IPR-Methode, dass man sozusagen bei privaten Rechtsakten, die jetzt nicht durch Behördenmitwirkung ergangen sind, dann eine kollisionsrechtliche Prüfung braucht, Anerkennungsprüfung braucht. Dann ging es hin und her und dann war die Frage, findet sozusagen diese Verordnung Anwendung auf eine Privatscheidung? Hat der EuGH gesagt, nein, die Begrifflichkeiten sind gleich zu verstehen, ja, mit der Brüssel 2a-Verordnung, weil da sind Privatscheidungen nicht drin. Da geht es ja nur um Zuständigkeit. Ist auch interessant. Und jetzt hat die Brüssel 2b-Verordnung Privatscheidung aber drin. Und dann stellt sich die Frage, gibt es jetzt einen Rückschluss dieser Brüssel 2b auf die Auslegung der Rom 3-Verordnung? Also das sind auch so Aspekte, die man sozusagen noch berücksichtigen muss und wo man auch Rechtsvergleichung betreiben kann. Und dann ist natürlich immer die Frage, kann ein Rechtsakt der begrenzten Zusammenarbeit, der verstärkten Zusammenarbeit nur einzelner Mitgliedstaaten Auswirkungen haben auf das Verständnis eines auf alle Bereiche anwendbaren Rechtsakts, also auf alle Mitgliedstaaten anwendbaren Rechtsakts. Das ist auch nochmal eine Frage, ja, weil ja bei der verstärkten Zusammenarbeit sich nur ein Teil der Staaten geeinigt hat. Also das ist auch ganz bedeutend in dieser Entwicklung. Und hier kann Rechtsvergleichung eben auch eine Relevanz haben, auch die Rechtskreiseinteilung. Gut. Darüber hinaus kann man auch im Kontext des Völkerrechts allgemein natürlich Rechtsvergleichung betreiben, wenn man beispielsweise Völkergewohnheitsrecht herausfinden möchte, wenn man wissen möchte, ob ein Umstand zum Völkergewohnheitsrecht gehört. Das ist eher im öffentlich-rechtlichen Bereich relevant, aber das kann man tun. Und dann vergleicht man eben verschiedene staatlichen Praxis oder staatliche Rechtssysteme miteinander. So, das habe ich schon gesagt, beispielsweise, dass bei Begrifflichkeiten, bei der Auslegung der EMRK auch der EGMR hier eine Rechtsvergleichung betreibt. Hier das Beispiel zu einem Leihmutterschaftsfall der großen Kammer Paradiso und Capannelli gegen Italien, wo eben eine Rechtsvergleichung stattgefunden hat und hier nochmal sozusagen der Margin of Appreciation definiert ist. Also das nochmal als zu Ihrer Information, je sensitiver, also je intensiver sozusagen die Beeinträchtigung, desto geringer der Margin of Appreciation, je kritischer aber die Rechtsfrage, je weniger Einigkeit besteht, desto größer der Margin of Appreciation. Gut,
Das habe ich auch schon erwähnt, dass die EU-Rechtsakte mit dem Völkerrecht verzahnt sind. Grundrechtscharta sozusagen auch auf die EMRK verweist. Die EMRK ja auch Teil der Bindung der Mitgliedstaaten ist und damit Teil der Verfassungsgrundsätze und somit auch in die Grundrechte des europäischen Rechts mit reinspielt. Darüber hinaus haben wir natürlich auch bei der Auslegung des EU-Rechts immer wieder Bedarf für Rechtsvergleichung, wenn, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, es gibt die sogenannten PECL und die GCFR, also die Principles of European Contract Law und den Draft Common Frame of Reference. Und es gibt so ein ähnliches Vorgehen auch bei der Commission of European Family Law, wo auch so Gemeinsamkeiten über Rechtsvergleiche herausgearbeitet werden. Das sind sozusagen keine Rechtstexte, die PECL oder die DCFR, sondern es sind wissenschaftliche Analysen, die darstellen, wo Gemeinsamkeiten im europäischen Raum bestehen und wo Unterschiede bestehen. Und das ist sozusagen die erste Stufe dessen, was Sie gerade beschrieben haben, eine Vereinheitlichung oder eine sozusagen Vermischung der Rechtsordnungen durch die Europäisierung. Und hier, das sind sozusagen die Grundlagenarbeiten dazu, wo sozusagen dann sozusagen auch geschaut wird, wo bestehen Uneinheitlichkeiten, wo ergeben sich Schwierigkeiten, Friktionen im Zusammenspiel der Systeme und wo müssen wir möglicherweise anpassen, vereinheitlichen. Gut. Dann haben wir hier noch eine Entscheidung des EuGH, wo es auch um Einheitlichkeit und Kohärenz des Unionsrechts geht. Das habe ich auch schon angesprochen, dieser Juni-Entscheidung. Schauen wir noch mal rein, die Randnummer, was der EuGH hier entschieden hat. Das waren diese Privatscheidungen. Da hat er eben geschrieben, hier Randnummer 40 fangen wir an. Schließlich sollten nach dem 10. Erwägungsgrund der Verordnung 1259/2010, der sachliche Anwendungsbereich und die Bestimmungen dieser Verordnung mit der Verordnung 2201/2003 in Einklang stehen. Das heißt, das ist die IPR-rechtliche Verordnung fürs Scheidungsrecht, ja, im Verhältnis zur internationalen zivilverfahrensrechtlichen Verordnung für die gerichtliche Zuständigkeit in Scheidungsfragen. Das sollte, der Anwendungsbereich sollte übereinstimmen, hieß es da. Und dann heißt es weiter, die Verordnung Nummer 22 01, also die verfahrensrechtliche Brüssel 2b-Verordnung, gilt nach ihrem Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a ungeachtet der Art der Gerichtsbarkeit für die Ehescheidung. In Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung ist der Begriff der Ehescheidung im Sinne der Verordnung in der Weise definiert, dass er unter anderem jede von einem Gericht eines Mitgliedstaats erlassene Entscheidung über die Ehescheidung ohne Rücksicht auf die Beziehung der jeweiligen Entscheidung wie Urteil und Beschluss erfasst. Eine unterschiedliche Definition des in beiden Verordnungen verwendeten Begriffs der Ehescheidung hätte zur Folge, dass kein Einklang der Anwendungsbereiche der Verordnung bestünde und diese folglich unterschiedlich wären. Das heißt, eine Vereinheitlichung, eine einheitliche Betrachtung, Vergleichung der Konzepte der Verordnungen führt dazu, hat dann hier in dieser Entscheidung dazu geführt, dass der EuGH gesagt hat, Brüssel 2b-Verordnung soll gleichgeschaltet werden mit der Scheidungsverordnung, Rom 3-Verordnung. Und da das der Fall ist, müssen wir sozusagen, um die Ehescheidungsbegriff zu definieren und die Frage zu beantworten, fallen Privatscheidungen in den Anwendungsbereich der Rom-3-Verordnung, müssen wir genau schauen, was macht denn die Brüssel 2a-Verordnung. Und die Brüssel 2a-Verordnung, die ist eben nur auf gerichtliche Entscheidungen anwendbar oder behördliche Entscheidungen, aber nicht auf reine Privatscheidungen. Deswegen fällt sie aus dem Anwendungsbereich der Brüssel 2a-Verordnung die Privatscheidung raus, nach herrschender Meinung. Rückschluss des EuGH auf die Rom-3-Verordnung, hier fällt sie auch raus, ja, weil ja sonst ein uneinheitlicher Anwendungsbereich gegeben wäre. Jetzt allerdings, wie gesagt, mit der Brüssel 2b-Verordnung, da sind Privatscheidungen mit im Anwendungsbereich umfasst, stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das letztlich dann wieder fürs IPR? Und da können wir natürlich auch Rechtsvergleichungen betreiben, das ganz genau ansehen. Gut, jetzt sind wir schon fertig, ja, ein bisschen vor der Zeit. Also, was haben wir gemacht heute? Grundlagen der Rechtskreislehre, haben uns angeschaut, wie kommen Rechtskreise zustande, wie teilen wir Rechtskreise ein, wie definieren wir einen Rechtskreis überhaupt, was sind die stilprägenden Elemente, die charakteristischen Elemente eines Rechtskreises und was bringt uns diese Einteilung überhaupt? Ja, was haben wir davon? Nur schön bunt sortierte Kartenfelder oder haben wir da wirklich einen Mehrwert davon? Wir haben gesehen, wir können das in vielen Bereichen einsetzen und dann haben wir uns noch kurz den transnationalen Bereich angeschaut.
Dann sind wir jetzt sozusagen mit der Theorie-Teil am Ende und werden nächstes Mal, nächste Woche einsteigen, tatsächlich schon in den ersten Rechtskreis, angloamerikanischen Rechtskreis uns näher betrachten. Wir beginnen mit dem englischen Recht und dann gehen wir weiter mit dem amerikanischen Recht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn keine Fragen mehr sind, ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Herzlichen Dank. Ciao.